Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge 60 Seconds. Diesmal wollen wir es wie Konrad machen. Das bedeutet, wir kriegen eine neue Errungenschaft, wenn wir 111 Tage durchhalten. So sagt es zumindest das Internet und so sieht es auch auf dem kleinen Bildchen aus sozusagen, was man dann freischaltet. 111 Tage sind sehr lang. Ich habe, glaube ich, mal um die 95, 97 Tage durchgehalten, wollte da aber raus, was aber auch nicht geklappt hat. Also gehen wir mal ins Abenteuer und schauen einfach mal, ob wir da überhaupt drankommen. Ja, wir haben mittlere Schwierigkeitsstufe. Ich lasse sowas wie die Karte und das Radio und so weiter sowieso hier oben. Und nehme auch Mary Jane nicht mit. Mit runter. Die können wir da also überhaupt nicht gebrauchen. Aber dafür vielleicht ein bisschen mehr Versorgung. Wenn ich das irgendwie hinkriege, das alles zu sammeln. Damit wir schon mal einen guten Start haben. Radio nicht, aber Timmy. Spielbrett kann mit, Suppe kann mit. Bisschen was zum Verteidigen brauchen wir natürlich auch da unten. Gasmaske kann mit. Wasser, Suppe. Das Handbuch kann mit. Schauen wir mal hier in diesen Raum rein, was hier noch ist. Der Koffer und das Gewehr sollten wir eigentlich noch hinkriegen. Wollen wir uns jetzt beeilen. Folgendes Schloss auch. Und Gas. Und Gas. Jawohl, das reicht. Wunderbar. Also ich habe jetzt absichtlich 4 Menschen nicht mit reingenommen. Weil ich dann hoffe, oder beziehungsweise weil ja die Vorräte dann auch länger halten. Okay, wie sieht's hier unten aus? Na okay, die Karte haben wir jetzt trotzdem. Was soll's? Die bräuchten wir ja eigentlich wahrscheinlich primär dafür, dann um wirklich rauszukommen, der Storyline zu folgen. Ansonsten haben wir 2 Sachen, um uns zu verteidigen. Das Vorhängeschloss. Und das Gewehr, den Koffer haben wir, der können wir dann gleich jemanden mit rausschicken. Und Spielkarten haben wir auch. So, wir können zum ersten Mal jemanden rausschicken. Das machen wir natürlich wieder mit Timmy. Das hat immer ganz gut geklappt. Und haben auch schon das erste Ereignis. Jeder neue Geruch dringt zu uns in diesem kleinen Bunker sofort in die Nase. Wir können ihn kaum aus dem Weg gehen. Als ein einzelner Ziegel sich aus der Wand gelöst hat, werden unsere Sinne sofort von einem fürchterlichen Gestank aus der kleinen Öffnung betäubt. Wir sollten uns das Loch vielleicht anschauen und die Ursache für diesen Gestank finden. Jawohl, das machen wir. Denn ich glaube, wir finden eine Dosensuppe. Oder Wasser. Keiner ist krank geworden, nicht genau. Ich glaube, eine Suppe ist dazu gekommen. Jawohl. Bald müssen wir schon mal anfangen, ein bisschen was zu trinken zu geben. Beim nächsten Mal. Timmy geht raus, nimmt den Koffer mit. Die Gasmaske und... Ja, das war's. Ich hatte überlegt, ihm die AWP oder das Gefähr, sag ich mal, mitzugeben, aber das reicht erstmal. Ganz zu Anfang ist es eigentlich auch immer ganz easy, ein bisschen zu sammeln. Getränke. Rücken die Wände immer näher, wird der Bunker von Minute zu Minute kleiner. Wir müssen hier raus, sofort. Öffnet die Tür, öffnet die verdammte Falltür. Nein. Denn dann wird jemand krank. Aber jetzt kann es auch sein, dass jemand durchdreht. Natürlich. Ted ist leicht durchgedreht. Ja, das ist natürlich an Tag 5 super. Ich wollte das Medkit aber eigentlich auch nicht verschwenden. Naja, okay. Muss mal gucken, wie wir den wieder hinkriegen oder ob wir den über die Zeit schleppen können. Es ist verrückt, wir finden überall kleine Spinnen in unserer Suppe, in unserem Wasser. Wir könnten schwören, dass einige von ihnen immer wieder kommen und sie werden jedes Mal größer. Jetzt haben wir Mary Jane leider nicht dabei. Das ist dieses, oder das ist die Möglichkeit, dass eventuell Mary Jane mutiert. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das läuft ja super. Wir machen die trotzdem tot, nicht, dass dann noch Dolores oder so krank wird. Wir wollten uns gerade schlafen legen, als jemand an die Tür klopft. Wer klopft zu so später Stunde in diesem Teil des Ödlands? Wie zur Hölle hat die Person die Bombe überlebt? Sollen wir aufmachen? Habe ich, glaube ich, noch nie gehabt. Wir schauen mal nach. Also ich denke mal jetzt nicht, dass es jetzt gleich einer kommt und uns abknallt. Nein, wir leben noch. Aber haben wir... Dolores ist krank, natürlich.
Wie sich herausstellte, war es ein netter, geheimnisvoller Typ in einem seltsamen Anzug. Er gab uns einige Dosensuppen, die sichern in den nächsten Tagen unser Überleben. Okay, aber Dolores ist krank geworden. Die kitten wir direkt mal. Vielleicht bringt Timmy noch eins mit. Mal schauen. Wir fanden, dass wir das Innere des Bunkers verschönern sollten. Das Feng Shui des Atombunkers ist äußerst schlecht. Beim Umräumen fanden wir eine Geheimtür. Was verbirgt sich dahinter? AWP. Ja, das Gewehr ist noch heile. Wir haben nichts bekommen. Jo, der Raum war leer. Heute begegneten wir einigen Menschen, die aussahen, als hätten sie sich zu Halloween als Ärzte verkleidet. Die wollen Wasser von uns haben. Nö, das brauchen wir jetzt selber. Wir müssen so lange wie möglich überleben. Timmy ist wieder da. Tja, Timmy, was war denn da los? Den Koffer hat er verloren. Hat die Gasmaske da mitgebracht. Eine Suppe. Du Scheiße, ey. Das geht ja schon super los. Ja, dann schicken wir jetzt, wenn wir jetzt jemanden rausschicken können, schicken wir einfach Dolores raus. Weil Ted ja durchgedreht ist und der würde wahrscheinlich dann irgendwie vielleicht da zurückbleiben. Es ist echt seltsam, wenn man das Gefühl hat, beobachtet zu werden. Unser Bunker ist winzig, aber das Problem ist ja nichts Neues. Wir haben alle Schränke überprüft, da versteckt sich niemand. Lebt hier unten noch etwas anderes als wir? Vielleicht irgendein Nager? Wenn ja, müssen wir ihm zeigen, wer in unserem kleinen Paradies die dominante Spezies ist. Dann zeigen wir dem das mal und hoffen, dass das Gewehr heile bleibt. Ja, immerhin ist es noch heile geblieben. Wir haben es erschossen. So, wir schicken jetzt Dolores raus mit Gasmaske. Ja, jetzt haben wir hier überall Kakerlaken, was vielleicht manchmal nicht so schlecht ist, weil manchmal bringen die einem ja was. Aber Ted hat die Karte kaputt gemacht, was, denke ich, erstmal nicht so relevant ist. Aber er dreht völlig durch. Hört ihr das? Geräusche von unter uns? Jetzt sollten wir uns wohl der Luke widmen, die sich in der Ecke des Raumes befindet, die seit unserem Eintreffen im Bunker fest verschlossen ist. Nee, können wir leider nicht. Wir haben nämlich nichts Passendes dafür da. Also bleibt die Luke zu. Nein, 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 nein. Timmy ist auch durchgedreht. Das hatten wir doch sonst nie. Warum? Das hatten wir doch sonst nie. Die haben doch Spielkarten und Spielbretter. Sollen die doch spielen? Oh, ja, oh, ja, oh, ja. 111 Tage? Oh, okay. Um Gottes Willen. Diese Kakerlaken gehen mit jedem Tag geordneter vor. Zuerst waren es nur eine oder zwei, aber jetzt marschieren sie in kleinen Gruppen durch unseren Bunker. Wir müssen uns der Situation annehmen, bevor ihre Zivilisation noch die unsere übertrumpft. Nö. Ja, immerhin ist Dolores wieder da und hat, so wie es aussieht, auch ein bisschen mehr Wasser mitgebracht. Eine Suppe, zwei Wasser, die Gasmaske ist kaputt, es dürfte draußen aber jetzt auch schon wieder alles gut sein. Jo, jetzt sitzt du da mit den Beinen durchgedrehten. Jetzt können wir ja natürlich wieder jemanden rausschicken, also gehen wir mal davon aus, dann, dass wir mal Timmy opfern können. Ja, aber er ist nicht gerade in der besten Verfassung, dann schicken wir... Ja, ich überlege noch. Irgendwas fehlt hier, mal sehen. Ventilator, Brummen, Check und so weiter. Es wäre ratsam, mal mit Dolores zu reden. Ja, bitte, mach mal, bevor sie alle völlig durchdrehen. Es ist die... Was ist denn heute los hier? Was ist denn da los? Wer hätte gedacht, dass Wahnsinn ansteckend ist? Alter, ey, das gibt's doch nicht. Wir geben allen mal alles. Weil, wegen der Sicherheit. Hier, wir opfern jetzt Timmy auch, ist mir auch egal. Das wird ja eine ganz, ganz kurze Nummer wahrscheinlich. Wir geben ihm jetzt diese Knifte damit. Dann soll der da draußen alles wegnieten, was da steht und soll zumindest auch wieder hier zurückfinden. Jetzt sind die alle drei durchgedreht. Also. Also sowas habe ich ja, sowas habe ich glaube ich noch wirklich noch nicht gehabt, dass da mal einer so ein bisschen den Verstand verliert oder sowas. Ja, mag sein, aber... Ja, da die da eh nichts können, dann können wir uns ja eigentlich auch noch für das Spielbrett nochmal ein Wässerchen besorgen. Machen wir auch, komm, egal.
Oh, weia, weia, weia. Ja, was fangen wir mit den beiden an, ne? Was fangen wir mit den beiden an? Ja, vor allen Dingen, Ted ist verwirrt. Dolores ist verrückt und Timmy war auch verrückt. Ich weiß jetzt nicht, was der Unterschied zwischen verwirrt und verrückt ist. Also der Zustand sieht ähnlich aus. Das können wir nicht machen. Na, immerhin Tag 23. Also ja, fünfmal so lange knapp noch durchhalten. Ja, das einzig Wichtige ist, das Radio einzuschalten. Das können wir halt einfach nicht. Wollen wir aber auch nicht. Wir wollen hier unten noch ein bisschen Zeit verbringen. Diese Kakerlaken gehen mit jedem Tag geordneter vor. Ja, wir müssen uns der Situation annehmen. Das hatten wir eben doch auch schon mal. Und da war, ist einfach gar nichts passiert. Komm her, dann hauen wir sie jetzt weg. Egal, weg damit. Wir haben die Mundharmonika eh nicht, weil ich meine, man kann, das Buch ist auch noch heile, man kann nämlich mit der Mundharmonika dann diese Kakerlaken irgendwie zähmen und dann bringen sie einem eine Dosensuppe oder mehrere. So, wir rationieren nochmal so ein bisschen die Dehydrierung, Hunger. Hier, beides wieder für beide erstmal. Vielleicht kommen die dann wieder zu sich, wenn die jetzt so alle zwei, drei Tage mal was kriegen. Genug von diesem langweiligen faden Wasser. Dolores hat total Lust auf eine heiße Tasse Kaffee. Der gute Kaffee. Sie kann jetzt ins Lieblingsdiner gehen. Da schicken wir sie ja mal hin. Vielleicht bringt sie was mit. Ja, man... Wie kann man dieses mit diesem Wahnsinn heilen? Das ist die Frage. Ich meine, es geht irgendwie mit den Spielkarten oder sowas dann irgendwann. Timmy ist weg. Jawohl. Vom Diner ist nichts mehr übrig. Timmy ist weg. Ja. Was steht hier unten? Ted scheint die Beherrschung zu verlieren. Ja. Also, wie das für mich aussieht, ist es schon so lange. Schon lange passiert. So, das wollte ich sagen. Ja, Dolores ist in ziemlich guter Verfassung, ist die nächste, die rausgeht. Wir leben eingesperrt in einem winzigen Bunker und haben kaum Vorräte. Wenn wir überleben wollen, müssen wir handeln. Wir wissen, dass sich eine Gruppe Senioren in den Ruinen des Altenheims versteckt. Sie müssen ein paar Vorräte haben, aber wir brauchen sie doch viel dringender. Das Wohl unserer Familie steht an oberster Stelle, nicht wahr? Ja. Schickt die Bekloppten dahin, die sollen da alles abräumen, was da irgendwo rumliegt. Ja, Munition haben wir gekriegt, schön. Wir gingen hin, nahmen, was wir brauchten und kamen zurück. Munition brauchen wir nicht, wenn wir kein Gewehr haben. Weiß ich jetzt nicht. Oh, das ist also... Mann, ey. Ja, Expedition, komm, raus mit dir. Was willst du da mitnehmen? Gar nichts. Hier, nimm die Munition mit, die brauchen wir hier drin eh nicht. Komm, Feuer. Die könnten wir maximal gebrauchen, um irgendwas zu tauschen oder sowas. Wenn sie denn überhaupt mal wiederkommt. Ted kriegt jetzt auch noch mal ein Schlückchen Wasser mehr. Dann soll er mal wieder so ein bisschen... Ja, da hätten wir es schon... Da hätten wir es schon gebrauchen können, die Munition. Egal. Naja, das, ich glaube, regelmäßig zu verpflegen hilft wohl auch nichts. Ich weiß es nicht, ob es irgendwie noch eine Möglichkeit gibt, den Wahnsinn da zu beenden bei ihm. Ja, wir geben ihm auch noch mal was zu essen. Ich, ja, brauchen wir nicht das Radio... Dass der irgendwann mal wieder normal wird, weil irgendwann dreht er vielleicht durch und haut ab oder irgendwas, keine Ahnung. Jetzt müsste er nichts mehr haben, genau. Ja, ein heruntergekommen wirkender Händler kommt und will uns natürlich die Katze im Sack verkaufen, aber nö. Oh, Dolores scheint wieder da zu sein. Immer noch ein bisschen Axt hat sie auf jeden Fall und einen Koffer. Und die Munition hat sie auch schon wieder mitgebracht. Zwei Dosensuppen, den Koffer, eine Gasmaske, die Axt. Kein Wasser, aber okay, wir können uns zumindest dann, falls jetzt dann nochmal wieder so ein paar Räubers kommen, können wir uns dann ein bisschen verteidigen mit, falls die beiden nicht irgendwie vorher dann irgendwie tatsächlich durchdrehen und abhauen. Ted ist nicht topfit, aber wir könnten das Risiko eingehen. Ja, wir brauchen noch ein bisschen Wasser. Weil ich weiß nicht, ob wir irgendwie, wenn wir hier unten bleiben, dass die dann gesund werden wieder. Wenn man rausschicken würde, auch nicht gesund, aber immerhin kann er ein bisschen was sammeln, ne? Nee, komm. Warten wir erstmal einmal. So.
Eine Frau auf einem angeblichen Kamel kam vorbei. Das ist doch schon mal gut. Wir kriegen zumindest, können wir die Munition eintauschen für ein Wasser. Ah, wenn wir das Radio jetzt hätten, was wir eh nicht bräuchten, 4 Wasser wäre super gewesen. Ja, wir überspringen nochmal das Rausschicken. Das ist einfach sicherer irgendwie momentan. Wir machen uns wirklich große Sorgen um Dolores. Sie wirkt sehr aufgebracht und in ihrem empfindlichen Zustand ist das nicht gut. Sie war eigentlich immer sehr ruhig. Und jetzt? Jetzt haben wir Angst davor, mit ihr in einem Raum zu sein. Wenn sie eine Bratpfanne zur Hand hätte, würde sie die sicher jemanden überziehen. Wenn uns jemand angreift, ist das auch hilfreich. Aber in Friedenszeiten ist es eher das Gegenteil. Sollten wir das ausdiskutieren? Ja, wir können das auch einfach ignorieren. Ja, wir diskutieren das jetzt aus. Es kann ja nur helfen. Die sind ja eh beide schon bekloppt. Also, was soll da jetzt noch mehr passieren? Sei denn, sie bringt den jetzt um oder sowas, weiß ich. Ja, sieht jetzt nicht gerade besser aus, nur dass er jetzt verletzt ist halt, ne? Offensichtlich. Mann, oh Mann, oh Mann. Oh je, uns war nicht klar, dass Loris so zuschlagen kann. Autsch, ja, oh. Also der Kollege hat ja einfach alles, was es jetzt gibt irgendwie, ne? So, das heißt, wir brauchen irgendwie ein Medkit. Weil sonst ist für den dann gleich... Ja, komm, wir schicken ihn raus. Komm, hol. Heute ist uns eine äußerst seltsame Person begegnet. Er sah genau wie ein Mensch aus, hatte aber dreimal so viele Hände wie nötig. Wir hörten uns seine Geschichte an über eine Gruppe von Leuten, die wegen ihres Aussehens beim Sammeln diskriminiert werden. Er wird für unsere Sicherheit sorgen. Den kennen wir, den Menschen. Der kriegt von uns eine Suppe, da haben wir nämlich eh genug von und wird uns dann zumindest verteidigen, wenn einmal die Räuber kommen. Weil die werden irgendwann kommen, wenn nicht die beiden vorher dann schon vielleicht völlig abgedreht sind. Okay. Was hier? Ohne Hilfe verliert Dolores womöglich den Verstand. Unternimm etwas. Was soll ich machen? Gib mir irgendwas, wo ich ja sagen kann. Was weiß ich? Dieses Spiel. Ja, ich weiß nicht. Ich geb dir eine Suppe beiden nochmal. Ja, er ist ja nicht hungrig. Ne? Nein. Ja, Ted, dann geh du mal raus. Nimm den Koffer. Nimm einfach mal alles mit. Hier, was? Gasmaske ist ja auch egal. Die brauchen wir hier drin ja eh nicht mehr. Die Axt. Und das Buch hier. Komm, was weiß ich. Hol irgendwas. Bringt wahrscheinlich eh nichts. Also er hat jetzt das volle Fund mit. Ah, komm, dann kriegt's auch noch was zu trinken. Also das wären nicht mal 50 Tage, hundertprozentig nicht. Es sei denn, irgendwie wird jetzt irgendwie sie wieder normal. Dann können wir ihn vielleicht noch mit durchschleppen oder was weiß ich, was wir da machen können. Hier dürfte nichts mehr sein gerade. Nein. Wir haben viele entfernte Verwandte, aber keiner davon bedeutet uns so viel wie Tante Ada. Sie lebt auf dem Land, also bastelt sie wahrscheinlich noch an ihrer Kuhzählmaschine und macht sich keine Gedanken um Atombomben, die auf ihren Hühnerstall herabregnen. Schade, dass wir kein Foto von ihr haben, oder doch? Wir hatten doch einige Fotos in Bücher gesteckt nach dem großen Kaffeefleck-Vorfall. Ja, da ist immer manchmal auch von dem Onkel was drin. Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt die Verrücktheit von Dolores geheilt hätte. Also wehe. Ja, wer das hier anschaut und vielleicht da ein bisschen Erfahrung mit hat, der kann ja ein bisschen der kann mal gerne in die Kommentare schreiben, wie man das überhaupt in den Griff bekommt, wenn die alle völlig durchdrehen. Also ich meine, ich hätte jetzt gesagt, es kommt irgendwie ein Event mit, irgendwie Kartenspielen oder so und dann werden sie wieder normal. Aber wie kann man das aktiv beeinflussen? Das geht doch gar nicht, oder? Wir könnten zusätzlich Vorräte gebrauchen. Auf unserer letzten Sammeltour haben wir in der Nähe einen beschädigten Panzer gesehen. Ja, der Panzer, der explodiert doch dann wieder. Nee. Diesmal nicht. Manchmal gibt es da auch Vorräte. Ich glaube, Munition gibt es manchmal da und so weiter, aber nee. Mm-mm. Unsere Gedanken über Alternativen zu unserem aus Suppe bestehenden Speiseplan wurde von einem plötzlichen Klopfen an der Falltür unterbrochen. Wir bekamen Besuch von einer Gruppe Überlebender, die in ziemlich schlechter Verfassung waren. Ja, wir sind wir auch. Weg.
Was ist das für ein Geräusch? Ein galoppierendes Pferd. Wir eilten zur Falltür und wurden von zwei Männern gegrüßt, die gekleidet waren, als kämen sie von einem Mittelaltermarkt. Wir identifizierten die Geräuschquelle. Einer hielt zwei Steine und schlug sie fortwährend gegeneinander, während der andere hüpfte und so tat, als sei er ein Reiter. Sie sagten, sie seien auf der Suche nach irgendeinem alten Becher, hätten sich aber verlaufen und wären uns äußerst dankbar, wenn sie einen Blick auf unsere Karte werfen dürften, die Ted kaputt gemacht hat. Weil vielleicht hätten die uns nämlich mal irgendwas zum Dank gegeben. Moment, schauen, ob sie Hunger hat. Ne, ist hungrig. Komm, kriegt doch was. Ist egal. Wir haben uns schon fast an den Husten gewöhnt. Die Ventilatoren drehen sich nicht mehr und so weiter. Wir können leider aber nichts machen. Das heißt, wahrscheinlich wird sie jetzt auch noch zusätzlich krank, nachdem sie durchgedreht ist. Ne, geht noch. Aber Ted ist wieder da. Immerhin hat, glaube ich, Wasser mitgebracht, so wie es aussieht. Immerhin die Axt und die Gasmaske. Zwei Wasser und eine Suppe. Okay, dann hat er aber... Und das, ach, das Radio habe ich gar nicht gesehen, okay. Das können wir dann hoffentlich eintauschen, wenn nochmal ein Händler kommt. Den Koffer und das Buch oder dieses, ja, Boy Scout da verloren. Der hat einfach alles, was geht, ne? Der hat einfach alles, was geht. Komm, das soll euch ja nichts fehlen. Dolores sagt, dass es ihr gut geht, aber wir sind uns da nicht sicher. Ja, schicken wir sie raus, wir können jetzt, wir warten erstmal. So. Ja, okay, wir können nochmal handeln. Die Axt müssen wir behalten. Medkit für Karte hätte ich eh nicht eingetauscht. Umgekehrt, wenn wir die Karte hätten, wäre das Medkit natürlich wirklich hilfreich gewesen, weil Ted macht nämlich nicht mehr lange. Aber wir haben die Axt zumindest. Es sieht ja am Arm auch wieder ein bisschen anders aus als vorher, ne? Er hatte erst Pflaster und jetzt haben sie ihm hier was drumherum gewickelt. Manchmal kann man doch diese Verletzung mit einer Axt, glaube ich, in den Griff kriegen. Die Liste wird auch immer länger hier, ey. Ja, komm. Er kriegt auch noch was zu essen. Hier muss ich ein bisschen irgendwie gesund werden hier, es hilft nichts. Dolores ist zuversichtlich, dass sie draußen überleben wird. Das hört sich doch schon mal ein bisschen besser an als vorher. Ja, das Radio machen wir nicht an. Nee, komm, ist auch egal. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen keine Story. Wir müssen hier 111 Tage überleben und Abfahrt. Was? Ted verschwand auf Nimmerwiedersehen. Wir hoffen, dass Ted... Ja, ja. Und die grausame Sockenpuppe, die ihn uns genommen hat, viel Spaß zusammen haben. Okay, dann ist er jetzt durchgedreht. Das ist bei ihr jetzt, aber wird ja das auch so sein. Wie kriegen wir die denn in den Griff? Jetzt ist die Frage, schicken wir die überhaupt nach draußen? Weil ich meine, es ist noch Wasser für... Ich weiß nicht, wie Tage, wenn man das hochrechnet. Können es nochmal so 20 Tage? Eins. Ja, sechs Wasser, ja. Das sind locker 20 Tage. Aber das reicht ja alles vorne und hinten nicht. Was machen wir denn jetzt? Was machen wir jetzt? Ja, ich meine, wir schicken sie raus, dann werden ein paar Tage übersprungen. Entweder sie überlebt oder halt eben nicht. So. Den Koffer haben wir nicht mehr. Dann nimmt sie die Axt mit, um sich selber zu verteidigen und gucken, ob sie wiederkommt. Ansonsten war's das. Ja. Ja. Das war aber auch... Mann, ey, wer, also... Eigentlich hätte das eine ganz normale Sammeltour sein sollen, war es aber nicht. Dolores ist nie zurückgekehrt, der Bunker ist verschlossen und wird seine Geheimnisse für alle Zeit bewahren. Yo. Also das war ja eine Folge, die konnte man ja also mit 111 Tagen, glaube ich, auch überhaupt nicht abschließen. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zusehen, hoffe, es hat euch gefallen. Lasst sehr gerne ein Abo, Like da und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao. I can feel my body cold against the concrete, but I can't seem to get enough. My mind is fixed on what it wants. I just let you beat me. Looks can be deceiving.